viel Spaß. Super. Vielen Dank erstmal, dass Sie alle zu uns gefunden haben. Moin aus Oldenburg, herrlich. Wir stellen uns auch gleich vor. Ich werde mal meinen Bildschirm teilen und dann geht es gleich auch mal in die Präsentation. Sie müssten meinen Bildschirm sehen, soweit. Ich hoffe, das ist der Fall. Herrlich. Dann würden wir uns einfach kurz nochmal vorstellen. Also Franzi, Nino und ich. Nino ist auch unser Moderator ein bisschen im Hintergrund, schaut über die Fragen im Q&A. Also einfach, wenn Sie Fragen haben, während der Präsentation da einfach einfügen. Wir haben am Ende noch ein paar Minuten Zeit, wo wir darauf eingehen. Und Nino ist hauptsächlich für den österreichischen Markt zuständig und sitzt in Deutschland. Und Franzi, ich für den deutschen Markt und Franzi dann nochmal für die Schweiz auch zusätzlich. Selbst sitze ich in schönen Kopenhagen, ist ja auch eine dänische Firma, und Franzi in Malmö in Schweden. Super, dann genau, wir stellen zusammen Labster vor, die virtuellen Lernsimulationen und Lerninhalte, die wir herstellen. Und zunächst spreche ich ein bisschen über die Agenda. Also warum ist Bildung eigentlich so unheimlich wichtig? Dann die Übersicht über Labster, woher wir kommen und die Mission. Und dann gehen wir in die Lerninhalte und Simulationen ein. Genau. Bevor ich anfange, über Labster zu sprechen, ja, es ist einfach, wie ich auch kurz erwähnt hatte, und es ist unheimlich wichtig. Wir haben ja gerade die UN-Klima-Change-Konferenz in der UK. Und was da einfach deutlich wird, wir haben ja unheimlich viele Herausforderungen vor uns zu lösen. Und wer löst das unter anderem? Die Wissenschaftler von morgen, die jetzt gerade lernen, die Zugang zu Bildung brauchen. In vielen Ländern ist der Zugang zu Bildung auch ein Riesenproblem. Aber es braucht auch unheimlich wichtig Innovationen in der Bildung, damit die Lehrkräfte auch nochmal Mittel an der Hand haben, Themen nochmal besser ansprechen zu können. Genau, und da sieht sich Labster. Also wir geben einmal den Zugang zu Bildung und aber auf der anderen Seite auch den Lehrkräften einfach auch nochmal ein neues Mittel an die Hand. Genau, dann kommen wir zu uns. Das sind wir. Wir sind 2013 gegründet worden bereits. Und die zwei Mitgründer waren hier an der Uni in Kopenhagen. Und da sind wir auch gegründet worden. Denn die waren damals Professoren im Bereich der Biologie und für die Laboreinheiten zuständig. Und haben einfach gemerkt, dass die wertvolle Laborzeit viel davor verbracht wird, einfach so Handgriffe nochmal durchzugehen, Laborsicherheit. Haben die gedacht, warum stellen wir denn nicht einfach ein virtuelles Labor davor? Dann können die Studierenden das schon mal durchgehen. Und wenn wir dann ins echte Labor kommen, haben wir einfach die Zeit besser, effektiver genutzt. Und die Resonanz war fantastisch. Die Lehrkräfte haben das super genutzt hier in der Uni in Kopenhagen. Studierenden fanden das klasse, dass sie da schon mal vorweg durchlaufen können. Und daraus ist die Firma entstanden. Mittlerweile sind wir über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sehr vielen unterschiedlichen Gebieten. Also die Hälfte, würde ich sagen, sind ehemalige Lehrerinnen oder Professoren und Professoren, die einfach uns helfen, dass die Didaktik und Theorie von den ganzen Simulationen stimmt. Dann haben wir auf der anderen Seite auch nochmal Game Designer, das werden wir auch gleich sehen, wie die ihren Einzug finden. Und dann unsere Wenigkeiten, wie Nino, Franz und mich, ja auch ein Background in der Lehre und wir sprechen dann mehr mit den Universitäten, mit den Unternehmen in unterschiedlichen Ländern dann auch. Genau. Mittlerweile sind wir in über 80 Ländern und sehr stolz sind wir darauf, dass über 4,5 Millionen Studierende, Lehrer und Schüler uns nutzen. Gerade gehen wir auch nach Afrika und Indien, um dort das Produkt dann kostenlos sogar zu geben, weil dann der Zugang ja zur Bildung auch nochmal ja, was ganz anderes ist. Und das treibt uns voran. Herrlich, bevor ich zu viel erzähle, gehe ich mal in schon eine erste Simulation rein von Labster. Ich hoffe, Sie sehen, ja, wunderbar, da kommt es. Und was man gleich von Anfang an sagen kann, es ist kein Video, sondern die ja, Studierenden oder Schüler durchlaufen eine Simulation und müssen jeden einzelnen Schritt selbst machen. Das heißt, die Experimente aufbauen, die Versuche durchgehen. Da kann man natürlich auch mal mit Variablen spielen und einfach auch nochmal was anderes machen. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil, dass man das zu Hause auch einfach machen kann am Laptop. Man hat dieses Labpad virtuell in meiner Hand, da kann man die Theorie reinschauen. Dann, was mir auch sehr geholfen hätte während der Studienzeit oder Schulzeit, wäre in dieses molekulare Level mal auch reinzugehen zu können, so manche Abläufe nochmal klar zu sehen. Genau, und was wir auch machen, wir haben natürlich auch mit vielen
Schüler und Schülerinnen gesprochen und die haben uns das Feedback gegeben am Anfang, super, es gibt jetzt dieses virtuelle Labor, aber wozu lerne ich das Ganze eigentlich? Und deswegen betten wir das Ganze in eine Geschichte ein, die sich daran legt, wie das Berufsfeld später aussieht, also dass man da Fälle löst, aber wir gehen auch darüber hinaus, um einfach diese Motivation zu stärken. Man löst zum Beispiel einen Tatortfall, wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum sind, oder man fliegt auf einen anderen Planeten, dass man da einfach auch so eine Mission verfolgt und die Simulationen sind zwischen 20 bis 40 Minuten lang, also auch nicht zu lang. Genau. Wir werden später nochmal drauf eingehen. Ich gehe in die Präsentation zurück, werde das auch mal hier wegmachen, dann sehen Sie auch alles. Klasse, genau. Weil ich von Anfang an dazu sagen kann, ist, wir sind enorm froh, dass es in den praktischen Unterricht zurückgeht, dass es wieder endlich ins richtige Labor auch zurückgeht. Das heißt, Labster ist kein Ersatz, sondern wird immer als Zusatz genommen, als Vor- und Nachbereitung. Man kann es als Hausaufgabe geben, in die Lehre einbetten. Genau. Was wir natürlich aber auch den Vorteil haben über so ein virtuelles Labor, dass man mal Sachen machen kann, zum Beispiel, wie gesagt, zu einem fremden Planeten fliegen kann, Operationen durchlaufen kann. Hier transportieren wir zum Beispiel ein Herz. Ja, da kann man natürlich nochmal viel drüber hinausgehen. Zum Beispiel kann man auch mal auf andere Planeten fliegen und über Lebewesen dort zu forschen, dass man da einfach auch so ein bisschen gefesselt ist. Weil wir vom Niveau her, würde ich sagen, gehen wir von der Mittelstufe her bis hoch PhD, also Bachelor, Master ist auch alles mit dabei. Ja, Herzstück ist aber nichtsdestotrotz, die Didaktik und Theorie muss natürlich stimmen und die Experimente, die wir virtuell durchlaufen, auch. Deswegen haben wir aber auch, also wir haben schon ein gewisses Ziel in den Simulationen. Wollen aber auch, dass man mal was andere Sachen machen kann. Ne? Also, was passiert denn, wenn ich mal ein bisschen mit den Variablen spiele oder was anderes mache? Weil die Zeit echt Labor ist natürlich auch rar und kurz und das kann man dann einfach zu Hause auch nochmal durchgehen. Diesen Forscher- und Experimentiergeist zu stärken. Und klar, Fehler auch mal zu machen. Was passiert denn, wenn ich mal nicht dem Lehrkräften folge oder den Laboreinweisungen? Haben wir zum Beispiel ein schönes Beispiel hier. Es kommt dann Essig ins Auge, der Bildschirm wird immer kleiner, muss schnell reagieren, die Wasserdusche drauflegen. Und das haben wir natürlich mit dabei, weil gerade mit vielen ja, Unis, die wir sprechen, sagen, die Laborsicherheit ist doch schon sehr trocken. Und die nutzen das einfach, um das mal drastisch auch mal darzustellen. Was passiert, wenn man denen nicht folgt? Und klar, ich hatte es kurz erwähnt, dass man auch mal ein Molekül zusammenbauen kann, in den molekularen Ablauf reingehen. Super. Ansonsten, wie gesagt, jetzt, wenn wir über den deutschsprachigen Raum sprechen, also die Uni, Humboldt-Uni zu Berlin nutzt uns zum Beispiel, LMU in München oder ETH Zürich, aber auch viele Berufsschulen. Und die kommen dann auch häufig zu uns und sagen, ja, also das Budget fürs Echtlabor ist natürlich auch begrenzt. Wir haben manche Instrumente oder Experimente, die wir einfach nicht durchführen können. Und da wir im stetigen Austausch sind, haben wir das auch eingebracht, einfach so manche Instrumente. Experimente und Instrumente reinzubringen, die einfach zu kostspielig wären, die man dann virtuell nochmal durchlaufen kann. Genau, fantastisch. Dann kommen wir zum Content und da gebe ich rüber an Franzi. Genau, danke Malte erstmal. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich diesen Teil heute präsentieren darf. Einfach weil es, glaube ich, das Herzstück ist, ja, oder der Hauptpunkt, sage ich mal, von unserer Arbeit. Und das ist natürlich der Inhalt. Da ist über die letzten Jahre einiges dazugekommen und wir decken mittlerweile wirklich ein sehr, sehr großes Repertoire ab. Wir haben derzeit knapp 230 Simulationen. Das ist aber wie am Fließband, da kommt permanent was Neues hinzu. Manchmal verliert man auch die Übersicht, wie viel wir schon haben tatsächlich. Und bis zum Jahresende sollen es jetzt auch noch 300 Simulationen wirklich werden. Das heißt, da kommt noch einiges hinzu in den nächsten, ja, 2 Monaten jetzt. Und ja, die Klassiker, vielleicht unsere Stärken, das ist die Biologie und die Chemie. Wir haben die Felder, sage ich mal, auch unterteilt. Also zum Beispiel die Biologie, da gibt es dann auch Mikrobiologie oder Evolution, Genetik und so weiter. Auch die Chemie hat ihre Unterfelder mehr oder weniger, organische Chemie zum Beispiel, inorganische Chemie und so weiter. Was jetzt neu dazugekommen ist oder noch vergleichsweise neu, das sind Food Science und Sport Science. Das sind, sage ich mal, 2 Studiengänge auch, die sehr, sehr, ja, beliebt sind in irgendeiner Form. Von daher wollten wir die ganz gerne auch noch mit aufnehmen. Und wo jetzt auch noch der Fokus wirklich drauf liegt. Wir sind schon ganz gut, sage ich mal, in dem Bereich entwickelt. Das ist Physik und Ingenieurwesen. Aber da kommt jetzt noch mal, da wird der Fokus jetzt noch mal drauf gelegt, dass wir auch da noch mal, ja, vielleicht unser drittes Hauptstandbein mehr oder weniger entwickeln, dass wir da noch ein bisschen, ja, aufholen, mehr oder weniger. Und ja, wir möchten den Lehrenden natürlich auch dabei helfen, die Simulation in irgendeiner Weise in den Unterricht einzubetten.
Und da bieten wir deutlich mehr an als nur die Simulation. Bei den Simulationen ist es so, dass wir ja verschiedene Arten von Simulationen anbieten. Das heißt, wir haben einmal, oder in der Länge variieren diese zwischen 10 und 40 Minuten in etwa. Das kann manchmal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sein, je nachdem, wie schnell, sage ich mal, die Studierenden sind. Bei den längeren Simulationen, die dauern immer in etwa 40 Minuten, da besprechen wir immer ein Thema oder eine Theorie sehr, sehr stark im Detail und versuchen da, sage ich mal, einen relativ guten Überblick über auch relativ viele Details vielleicht zu geben. Und die kürzeren Simulationen, die dann wirklich nur 10 bis 20 Minuten sind, da versuchen wir uns auch wirklich dran zu halten, dass die so kurz bleiben, die gehen dann nochmal richtig ins Detail. Die suchen sich ein Thema raus und gehen da wirklich nochmal ganz stark ins Detail. Das kann eine bestimmte Theorie sein, das kann aber auch zum Beispiel einfach Mikroskopieren sein oder Pipettieren, dass man da sich, sage ich mal, nochmal genau anschaut, wie das so mehr oder weniger funktioniert. Teilweise ist es auch so, dass wir eine längere Simulation genommen haben und die dann einfach nochmal unterteilt haben, um da nochmal näher ins Detail zu gehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Simulation zum Thema Säuren und Basen. Die haben wir dann nochmal unterteilt in zum Beispiel eine Simulation, wo man einfach rausfindet, wo gibt es überhaupt Säuren in unserer Umwelt oder wie ermittelt man einen pH-Wert, also relativ ja einfache, aber vielleicht auch wichtige Sachen, die da behandelt werden. Neben den Simulationen kommt dann noch eine ganze Menge Extramaterial hinzu, um einfach die Lehre und auch das Lernen qualitativ nochmal weiter zu pushen. Und da haben wir zum Beispiel die unterstützenden Materialien. Das sind zum Beispiel diese Lab Manuals, die Theorie, die man einfach nochmal separat in einem Dokument hat, dass man da nochmal im Detail nachlesen kann, was wirklich behandelt wird in den Simulationen. Wir haben die Multiple-Choice-Fragen, sodass man im Unterricht nochmal gezielt vielleicht die Fragen behandeln kann oder einfach nochmal abfragen kann, um zu schauen, inwieweit ist, sage ich mal, das Wissen hängen geblieben. Man hat einen Lab Report, das ist so eine Art Hausaufgabe, sage ich mal, und ja, es ist jetzt relativ schwierig, das, sage ich mal, so zu beschreiben, aber es ist sind sehr, sehr gute Hilfsmittel. Und damit Sie sich einfach mehr darunter vorstellen können, würde ich gleich nochmal da ins Detail gehen oder meinen Kollegen Malte bitten, dass er da nochmal ins Detail gibt und Ihnen das auch wirklich zeigt. Und Nino, du kannst vielleicht, wir haben ein Dokument, dass wir das nochmal einmal hochladen, entweder in den Chat, aber ich glaube, es ist die Content Library, wo wir PDFs hochladen können. Da können wir nochmal ein kleines, ja, eine Übersicht, sage ich mal, hochladen. Da würde ich dich einfach bitten, dass du das einmal machst. Und genau, dann haben wir noch die Lerninhalte. Das sind, sage ich mal, nochmal weitere Zusatzmaterialien, die wir anbieten. Das sind 3D-Animationen und Bilder oder Grafiken zu verschiedenen Konzepten oder auch einfach nur Moleküle, den Aufbau von einem Molekül, von einem Atom oder wie auch immer. Und das sind, sage ich mal, die Grafiken, die wir auch in den Simulationen nutzen. Das heißt, Sie können diese nochmal separat runterladen und auch in der eigenen Präsentation, in der eigenen PowerPoint zum Beispiel nutzen, sodass sich das dann einfach im Unterricht dann nochmal wiederholt, dass man die gleichen Bilder nochmal aufgreift und dass man dann einfach die Simulation besser im Unterricht integrieren kann. Und dann, last but not least, haben wir noch die Instructor Resources. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran ist das Teacher Dashboard, nennt sich das oder so nennen wir es. Und das ist einfach eine Übersicht für die Lehrenden, die wir anbieten. Und das hat an sich zwei Funktionen. Zum einen ist es, sage ich mal, einfach nur eine Steuerung. Das heißt, das ist so das Cockpit für den Lehrenden, der dann, sage ich mal, ab von da aus die Simulation freigeben kann, die er gerne behandeln möchte im Unterricht oder generell behandeln möchte, weil normalerweise, wenn man 230 Simulationen an die Studierenden freigibt, ich glaube, da kann man sich vorstellen, dass das Chaos gibt. Von daher hat man da so eine Art Cockpit und kann das von da ja steuern, mehr oder weniger. Und zum anderen ist es, sage ich mal, auch so ein Tool, sage ich mal, in dem man schauen kann, wie der Lernfortschritt ist bei den Studierenden. Das heißt, man kann zum Beispiel sehen, welche Multiple-Choice-Fragen werden in den Simulationen falsch beantwortet oder von einzelnen Personen oder vom Kurs generell und kann dann da, sage ich mal, im Kurs nochmal gegensteuern, nochmal drauf eingehen, das Thema nochmal wiederholen oder man sieht halt einfach, wo gibt es noch Wissenslücken, wo muss ich nochmal genau drauf eingehen und man kann da einfach gezielt Hilfestellungen den Studierenden geben und ja, so sage ich mal, das Wissen verbessern in irgendeiner Form. Und da möchte ich jetzt vielleicht noch mal Malte bitten, dass er seinen Bildschirm einmal teilt, dass wir da noch mal in den in so einen Testzugang reingehen, damit Sie sich das auch bildlich vorstellen können. Super. Und da Malte gerade den Bildschirm teilt, ist es, glaube ich, am besten, wenn du kurz das erklärst. Super, so machen wir es. Ja, danke, Franzi. Ja, dann fange ich vielleicht einfach hier an, weil natürlich ganz wichtig ist, Sie müssen sich auch Ihr eigenes Bild machen können. Wir geben gerne freie Testzugänge danach. Dann haben Sie Zugang zu allem.
Und dann fange ich praktisch einfach ein. Sie legen das tatsächlich auch für die Studierenden dann in so einen Browser rein über den Link und dann öffnet sich das Ganze hier. Das heißt, man geht dann in den Katalog zum Beispiel. Das haben wir ja gerade gesagt, in welchen Feldern wir überall da sind. Ich zeige mal eine Simulation. Und hier jetzt in dem Fall würden Sie jetzt erstmal alle sehen, die da aufgelistet sind dazu. Und dann werde ich hier, da gehe ich rein. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie jetzt die Simulation direkt dann durchlaufen. Es geht hier um einen Fischstern, was wir herausfinden sollen. Sie können aber auch einfach auf Read More. Dann haben Sie genau das, Lab Report, Manual Theory. Das ist natürlich jetzt die Sichtweise für Sie als Lehrkraft. Sie geben das dann weiter und an die Studierenden, die gehen dann durch die Simulation. Aber Sie haben diese Ansicht, hier einfach auch mal aufs Video drauf zu gehen, denn wir haben ein Video gemacht von der Simulation, damit Sie einfach mal einen Überblick haben, was passiert denn da drin. Klicke ich mal drauf. Genau, jetzt haben wir die Stimme schon. Das ist auch ganz gut. Dann wissen Sie nämlich, dass auch mit einem gesprochen wird. Ansonsten hat man dieses Lab-Pad in der Hand. Man kann also immer in die Theorie rein. Medien sind Bilder von der echten Situation. In dem Fall haben wir ja Fischsterben, das heißt, sind Bilder dann auch von echten Fischen dann da drin, immer auch den Zugang drin finden von einer virtuellen Simulation, aber auch zur Realität. Und ja, die Mission, die man durchläuft. Klasse. Weil Sie ja Zugang haben, ich gehe mal ein bisschen nach vorne. Und weil wir am Anfang geht es immer, beamen wir uns nochmal raus in diese Geschichte oder diesen Fall, den wir lösen möchten. Ja, und genau, da stehen wir hier auf dem See und haben dieses Fischsterben vor uns. Das heißt, wir sprechen mit unserer Kollegin und wollen herausfinden, woran das dann jetzt liegt. Und dann geht das weiter. Ja, hier nehmen wir erstmal einen Fisch. Dann werden wir uns jetzt nochmal eine Wasserprobe nehmen, sprechen nochmal mit der Kollegin, so manche Fragen nochmal zu beantworten. Das sind auch nochmal Wissensfragen, die uns gestellt werden, die wir beantworten dürfen. Und dann geht es auch schon wieder zurück ins Labor. So geht's rein. Dann haben wir gleich die Abläufe. Das heißt, dieser kleine Ball übrigens, den kann man immer auch fragen. Ist Dr. Bond, der hilft dann immer weiter. Aber natürlich nicht, dass die Studierenden Frustration haben und nie wissen, was sie als nächstes machen sollen. Das heißt, der hilft einem so ein bisschen weiter. Ansonsten nehmen wir hier die Handschuhe und den Kittel. Und dann geht's rein ins virtuelle Labor. Wir nehmen uns eine der unterschiedlichen Experimentiertische und legen los. Genau, in dem Fall nehmen wir den Fisch jetzt erstmal auf. Ich werde mal an die Stelle gehen, genau. Und filetieren wir das und untersuchen den Fisch. Und dann gehen wir durch die einzelnen Stufen. Wie Sie auch sehen, man muss wirklich jeden einzelnen Schritt auch einfach machen, damit das einem klar ist und man nicht einfach nur das Video für die Studierende sich einfach anschaut und ja. Genau, und hier geht es dann zum Beispiel in diese Bilder nochmal rein und dann geht es weiter. Aber wie gesagt, Sie haben ja Zugang dazu, deswegen werde ich nicht groß noch weiter darauf eingehen, sondern einfach Ihnen nochmal zeigen, wie so ein Dashboard für Sie aussieht. Hier, das könnte ich vielleicht nochmal kurz zeigen. Man kann es natürlich auch nach Sprache sortieren, da geht es Franzi nochmal drauf ein. Und man kann auch einfach nach dem Suchfenster hier Zelle zum Beispiel, dann kommen dann alle Simulationen dazu. Ansonsten hat man dieses Dashboard, das heißt, man kann einen Kurs einrichten, die Studierenden einfach reinlegen, die Simulation dann freigeben und hier über Grades einfach schauen, wie werden die Simulationen durchlaufen, wie werden die Fragen beantwortet und wie machen die einzelnen Studierenden eigentlich die Hausaufgaben zum Beispiel. Genau, fantastisch. Franzi, ich gebe zurück an dich. Genau. Und da machen wir einfach weiter nochmal, generell, kommen wir doch mal zurück zu Mission. Und zwar ist es ja so, dass wir gesagt haben, jeder soll wirklich Zugriff auf Bildung haben. Das ist so die Mission oder die Vision von Labster generell. Und das war ja auch der Grund, warum wir diese Labore entwickelt haben, diese Simulation. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Nino, Malte und ich wirklich hier arbeiten, weil wir hinter dieser Mission voll hinterstehen. Und um das Ganze auch nochmal zu verdeutlichen, haben wir, sage ich mal, um auch wirklich allen Studierenden, sage ich mal, Zugriff auf diese Simulation zu geben, haben wir zwei Felder nochmal entwickelt, die wir nochmal ausführlich entwickeln möchten, mehr oder weniger. Und das ist zum einen haben wir den Accessibility Mode entwickelt. Das ist ein Modus, sage ich mal, dass man die Simulation auch durchgehen kann oder spielen kann, wenn man, sage ich mal, in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, was die Möglichkeiten eingeht. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Sehschwäche hat oder
eine Hörschwäche zum Beispiel. Es ist alles vertont oder auch mit Untertext unterlegt, wenn man das möchte. Es ist möglich, als Farbenblinder die Simulation zu spielen. Man muss nicht unbedingt, normalerweise ist die Steuerung über eine Maus, wir haben es aber auch möglich gemacht, dass es auch über die Tastatur zum Beispiel geht. Und eine andere Sache, die in irgendeiner Weise indirekt vielleicht auch damit verbunden ist, was uns auch sehr wichtig ist, ist die Diversität. Das heißt, wir versuchen, man sieht ja immer die Hände in der Simulation zum Beispiel, aber man spricht mit Personen und da versuchen wir wirklich alle Geschlechter, sag ich mal, unterzubringen und auch alle Hautfarben, sodass sich wirklich keiner ausgegrenzt fühlt in irgendeiner Weise. Und den zweiten Punkt, den wir identifiziert haben, der auch sehr, sehr wichtig ist, das ist einfach die Sprache. Unsere Simulationen werden alle in Englisch entwickelt, aber dann wirklich auch auf die Sprachen, die derzeit, wir haben uns geeinigt, jetzt derzeit das auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch zu übersetzen, wobei der Fokus derzeit noch auf Deutsch und Spanisch liegt. Und man kann derzeit schon sagen, von den 230 Simulationen, die wir derzeit haben, sind derzeit knapp 85 Simulationen auf Deutsch verfügbar. Das ist knapp ein Drittel. Und bis zum Sommer kommenden Jahres sollen alle derzeit verfügbaren 230 Simulationen dann auch auf Deutsch komplett übersetzt sein. Es dauert ein bisschen länger, weil wir alles durch eine Qualitätsprüfung laufen lassen, aber generell sind wir auf jeden Fall bei dem Fahrplan gut in der Zeit. Wie man die Simulation nutzen kann generell, und da haben wir drei Punkte identifiziert. Das ist einmal direkt im Klassenraum selber, das heißt, man kann als Lehrender das zusammen mit dem Kurs machen, entweder im Computerraum oder wirklich frontal, sage ich mal, einer spielt die Simulation vorne und der Rest guckt zu, mehr oder weniger. Vorteil ist da, dass man einfach die Fragen direkt beantworten kann und den Unterricht abwechslungsreicher gestalten kann. Zweiter Punkt ist als Laborvorbereitung oder Nachbereitung. Während der Corona-Zeit haben uns viele auch als Ersatz für das Labor genutzt. Sagen wir aber ganz ehrlich, dass wir da nicht hinterstehen. Das ist nicht der Sinn und Zweck von Labstar. Man kann es machen, aber wir sehen eigentlich die Stärke da drin, wenn man das in Kombination mit dem Unterricht hat, weil wir auch dahinter stehen, dass man einfach irgendwann ein Mikroskop genutzt haben muss oder eine Pipette in der Hand gehalten haben muss, damit man wirklich weiß, wovon man redet, mehr oder weniger. Und der Vorteil ist aber, dass wir zum Beispiel uns in den Simulationen immer an das Laborprotokoll halten. Das heißt, man muss sich immer erstmal Handschuhe anziehen, Kittel anziehen oder eine Schutzbrille aufsetzen, wenn es nötig ist. Und so lernt man einfach, sage ich mal, schon diese Routineaufgaben. Es wirkt vielleicht manchmal ein bisschen langgezogen, aber generell festigt sich das so und man kann einfach im echten Labor dann so auch Zeit sparen. Und eben der dritte Punkt, man kann es zu Hause durchgehen. Das heißt, die Studierenden können ganz in Ruhe in ihrem eigenen Tempo, sage ich mal, das Ganze nochmal durchgehen. Und vielleicht auch, es gibt ja Studierende, die arbeiten gerne nachts. Es gibt welche, die arbeiten morgens früh ganz gerne. Vielleicht hat man noch einen Nebenjob. Das heißt, man hat immer Zugriff darauf und kann sich das, sage ich mal, sich selber anpassen, das Lerntempo mehr oder weniger. Genau, dann, wir denken uns das Ganze natürlich nicht nur aus. Die ganzen Vorteile, die wir hier haben, das wurde auch wissenschaftlich belegt. Es gibt unabhängige Forschungsarbeiten und da wurde unter anderem zum Beispiel bewiesen, dass die Lernergebnisse einfach verbessert werden und auch die Motivation der Studierenden. Das heißt, die beschäftigen sich länger mit einem Thema und verfestigt sich so einfach besser. Und da wurde auch herausgefunden, dass vor allem die lernschwachen Studierenden davon profitieren. Wir hatten da zum Beispiel eine Studie oder eine Rückmeldung, da hat sich die Dropout-Rate an einer Universität, ich glaube, von 60% auf 20% verringert und nach dem ersten Jahr. Und das ist natürlich für uns, ja, wir freuen uns über sowas, einfach, dass Leute wirklich dabei bleiben. Und das ist wirklich toll, denke ich. Und wir haben eine Studienarbeit, eine Forschungsarbeit in der Nature Biotechnology. Die möchte ich ganz gerne auch mit Ihnen teilen, weil die wirklich schön geworden ist. Da kann Nino die vielleicht noch mal einmal hochladen, wenn er gerade Zeit hat. Ihr habt gesehen, dass im Chat einiges los ist. Wenn Sie da die Zeit haben, lesen Sie... Ist schon passiert. Ach, super. Genau, dann lesen Sie sich gerne in Ruhe einmal durch, weil die ist wirklich gut geworden. Und wir haben noch andere Forschungsarbeiten, aber sprechen Sie uns ganz gerne an, wenn Sie noch weitere haben möchten. Es gibt die auch auf der Homepage, aber sonst schreiben Sie uns einfach gerne an. Wir haben ja auch hier einen Stand, wo Sie einfach noch mal weiter Fragen stellen können, sage ich mal. Und dann sprechen wir noch ganz kurz über die Zukunft, bevor wir dann wirklich für Fragen öffnen, weil ein bisschen die Zeit ein bisschen abläuft. Wir entwickeln uns natürlich weiter und neben neuen Simulationen und auch die Sprache kommt noch eine Sache zurück, die uns sehr stark am Herzen liegt, tatsächlich uns dreien, glaube ich, gerade. Und zwar haben wir vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es ist jetzt knapp einen Monat her, haben wir eine Firma gekauft und das ist Ubisim. Ubisim ist eine kanadische Firma, die sich auf VR konzentriert oder VR konzentriert, so heißt es. Und die bieten VR-Solutions an, sage ich mal, im Bereich der Pflege.
Das heißt, man kann Trainings im Bereich Pflege, sage ich mal, über VR wieder durchführen. Und an sich kommt Labs da auch aus dem VR-Bereich. Wir haben das damals aber dann auf Eis gelegt, einfach weil es sehr, sehr teuer ist und für die Universitäten es einfach besser ist, sage ich mal, so eine Desktop-Variante zu haben und sind davon weggegangen. Aber das kommt jetzt wieder. Wir hoffen nächstes Jahr, inwieweit es dann, sage ich mal, möglich ist, dann wirklich das zu nutzen oder sowas, das muss man dann schauen. Ein Ziel ist es zum Beispiel, dass wir Universitäten vielleicht in Learning Spaces oder so weiter dann diese VR-Glases, sage ich mal, anbieten und dass man da dann auch die anderen Simulationen, also im Bereich Naturwissenschaften oder Medizin, Pharmazie, wie auch immer, dass man die, sage ich mal, vielleicht bei ein, zwei Brillen, sage ich mal, einfach nutzen kann in den Learning Spaces und dann, ja, kommen wir wieder zurück zum VR. Das wäre auf jeden Fall, ja, schön für uns, denke ich. Genau, und ich glaube, das war es jetzt von unserer Seite. Jetzt würden wir einfach für Fragen öffnen. Ich glaube, im Chat war schon einiges. Nino, vielleicht kannst du das jetzt einfach am besten übernehmen und ein bisschen leiten. Gerne. Nur versuche ich gerade noch alle Dokumente der Content Library zu teilen. Kann ich vielleicht ganz kurz helfen? Also wenn ihr das Content Library reingeladen habt, dann ist rechts daneben drei Punkte und da musst du einmal auf Share klicken und erst dann können das alle sehen, meines Wissens. Okay, das sieht bei mir so aus. Also gerne, wenn jemand es nicht sehen kann, nochmal melden. Ja, gut. Dann versuchen wir jetzt mal durch die Fragen durchzugehen. Ich habe versucht, so weit wie möglich alle zu beantworten. Es war viel zu schreiben. Die einzige Q&A-Frage war, was kommt bei den Kosten auf uns zu? Malte, könntest du das übernehmen? Ja, genau. Also das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Und an sich sind wir günstiger als ein Schulbuch. Deswegen gehen wir immer als erstes raus und dann einfach uns direkt ansprechen und dann gehen zu den Kosten. Weil wir seien auch ehrlich, wir sind ja in sehr vielen Ländern. Der deutsche Markt entwickelt sich erst so richtig in diesem Jahr. Und was wir dann häufig machen, ist einfach mit den Unis auch zu sprechen, was ist das Budget, was ist frei. Und dann gehen wir darauf ein. Wir sind da relativ flexibel, weil, wie gesagt, wir stehen dann schon hinter unserer Mission und wollen natürlich so viele wie möglich Zugang geben. Das hängt dann sehr viel davon ab, wie viele Studierenden, wie das eingesetzt wird und wie das Budget an den Universitäten ist. I need a number. Super. Einfach mir schreiben. Ich lade immer noch hoch. Genau. Okay. Ja, ich versuche die Content Library weiter online zu halten. Ansonsten aber, wenn es dazu dann Fragen gibt, wenn ich das jetzt nicht weiter hinkriege, einfach danach an unseren Stand kommen, kurz mit uns sprechen, dann gibt es die auch alle per E-Mail. Das soll überhaupt kein Problem sein, wenn wir das jetzt so nicht hinkriegen. Ja. Genau. Sonst können wir schon mal weiter auf die Fragen eingehen. Ja, sonst Zeit sonst wir. Ausläuft, genau. Ja. Da hatten wir die Frage, welche Endgeräte werden unterstützt? Welche Browser? Generell derzeit ist es so, dass wir Computer und Laptop unterstützen, sage ich mal, aber es kommt jetzt auch die iPads und Tablets hinzu. Das ist jetzt, sage ich mal, im Endstadion. Das funktioniert auch schon, aber wir geben es noch nicht offiziell frei. Aber das wird jetzt in naher Zukunft, sage ich mal, noch freigeschaltet, sodass es dann wirklich, also freigeschaltet ist es, aber dass es dann wirklich auch, dass wir dahinter stehen und das wirklich so freigeben können. Bei den Browsern empfehlen wir immer Firefox oder Chrome. Da funktioniert es einfach am besten, aber auch andere Browser sind möglich. Ja, ich habe hier gerade noch gesehen, Dietmar, Pflegesimulationen, den ersten Blick. Ich habe den Link nochmal hier im Chat geteilt zu UbiSim. Wie es Franzi vorhin auch schon erwähnt hat, wir können das gerade noch nicht viel mehr dazu anbieten. Das soll ab nächstem Jahr, kriegen wir auch da mehr Informationen. Aber, da es die Firma ja schon gab, vorher kann man sich da schon Informationen über die Website holen und den Link dazu habe ich gerade mal gepostet. Und wenn man auch die Simulation sieht, sieht man ja auch die zwei Hände schon. Also wir kommen da schon stark her. Genau. Ich habe gerade auch gesehen, dass jemand geschrieben hat, dass die Pricing online stehen. Das ist die amerikanische Homepage. Da bitte nicht von irre führen lassen, weil die Preise gelten nicht in Deutschland oder nicht in Europa. In Deutschland, in Europa sind sie deutlich niedriger. Von daher bitte nicht irre führen lassen. Genau. Genau.
So. Jetzt lese ich hier immer noch, dass die Content Library nicht geht. Ist natürlich schade. Ja. Und ich hoffe, Josefine, dass du uns da nochmal ein bisschen helfen kannst. Ja, ich bin da gerade schon mit den Kollegen aus der Technik im Austausch parallel. Ich habe allerdings noch keine Antwort bekommen. Also ansonsten kann ich nur das Angebot machen, vielleicht wirklich einen Link noch reinstellen. Ansonsten, ja, tut mir das leider leid, dass das heute Morgen vielleicht noch ein bisschen hakelig ist. Wir haben ja auch den Stand. Wenn man uns einfach anschreibt, gehen wir das auch direkt dann weiter. Also auf jeden Fall da. Jawohl. Also wie gesagt, im Zweifelsfall einfach zum Stand und dann E-Mail-Adresse kurz da lassen und dann schicken wir auch gerne alles rüber. So, wir haben ja schon einige Fragen jetzt hier rechts beantwortet. Zu den Preisen hat Malte auch gerade schon was gesagt. Peter, wer finanziert uns, unsere Investoren? Da haben wir leider ganz, also die wollen nicht unbedingt alle genannt werden, aber ohne da jetzt groß drumherum zu reden, wir haben, das Silicon Valley ist ganz stark bei uns, die uns da finanzieren. Es ist nicht mal ein Betriebsgeheimnis, nur die Investoren wollen das nicht. Deswegen können wir das nicht sagen, aber es sind die großen Unternehmen, die man erwarten würde. Ich glaube, damit habe ich nicht zu viel erzählt. Ich meine, also wir haben ja auch über 4 Millionen Nutzer, was uns natürlich enorm freut, auch einfach. Also da, wenn wir im Markt sprechen, sind wir schon in einigen Ländern auch da. Und das ist top. Ja. Sehr gut. Gut, dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer Zeit. Weitere Fragen bitte am Stand. Ja.